erzähle euch die Geschichte von der Stippvisite Leipzig. Halt, halt! Mist auch weg! Hey, was suchst du hier? Gute Motive. Wo gibt's noch gute Motive? In Leipzig. Gut, fahr mal hin. So, da sind wir. Na, dann wollen wir mal reinhupfen. Hier zur Stadtrundfahrt. Unsere Fahrerin heute ist die Kerstin. Mein Name ist Karin Töpfer. Wir begleiten Sie die nächsten 1,5 Stunden durch Leipzig. Es ist ein hervorragender Sommertag, 19 Grad. Wir sollten es genießen. Ja, zunächst ein paar Hinweise in eigener Sache. Sie sollten sich anschnallen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Dann bleibt Sie im Landtagsorchester. Da sind so um die 160 Berufsmusiker und man zählt es zu den 5 besten Orchestern dieser Welt. Schon die wuchtige Silhouette vom neuen Rathaus, 1905 erbaut von Hugo Licht, dem damaligen Stadtverteilung und Stadtrat. Die ist etwas sicher nicht hören, ich sag's mal trotzdem. Es gibt böse Zungen, die sagen, dort werden die meisten Fehler im Rathaus gemacht. So, dann die rechte Seite vorn, da sind schon Dach und Turm. Der Turm bis heute. Ja, die ganzen großen Werke von Bach sind hier in Leipzig entstanden. Das wäre jetzt auch die Station für die Turm. Und viele sagen heute noch die Blechstütze dazu. So, dann die linke, riesige Einkaufszentrum. Ca. 120 Gelegenheiten für Shopping und Gastronomie. Ja, Sie können auch in unserem Hauptbahnhof shoppen. Und der Hauptbahnhof liegt jetzt, da hat die Deutsche Bahn AG diesen Bahnhof übernommen. Sie hat ihn umgebaut nach Vorbild des Züricher Hauptbahnhofs. Hat dort ein Einkaufsausstellungsmesse. Das war also Ende des 19. Jahrhunderts ein völlig neuer Messetyp, der hier entstanden ist. 1895 findet die erste offizielle Mustermesse der Welt hier statt. Das Konzept war sehr erfolgreich und man hat es später international übernommen. So, jetzt haben Sie hier auf der rechten Seite nochmal den Leipziger Hauptbahnhof. Das riesige Empfangsgebäude ist fast 300 Meter lang und man sagt übrigens zum Vergleich, so lang soll die Titanic gewesen sein. Ja, die ist untergegangen, unser Bahnhof nicht, der hat bestimmt 107 Jahre. Da könnt ihr das erkennen, die hatten Mitte des 18. Jahrhunderts ihre militärstrategische Bedeutung verloren. Gehen Sie hier ins Westin, ins Falco. Es ist natürlich, sind natürlich auch zwei Sterne Dr. Mertens. Die spielen bei uns im Zoo. So, die linke Seite, da wird jetzt gleich der Haupteingang vom Zoo zu sehen sein. Und bis auf der Ampel, da kommt dann die Station. Habe ich auch ein paar Filme gesehen. Vom Aquarium. Da brauchen wir noch nicht schon mal. Doch, aber nicht im Aquarium. Aber ja, links dann noch die Kongresshalle, ein Tagungs- und Kongresszentrum. Das Waldstraßenviertel ist im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden. Achten Sie auch mal auf die Haustüren, diese wuchtigen hölzernen. Zeit waren das mal großbürgerliche Wohnungen. Wer hat hier gewohnt? Reiche Industrielle, Kaufleute, Universitätsprofessoren. Und bis 1933 waren ja auch 2000 Juden zu Hause. Die meisten kamen damals aus Osteuropa. Verbrauchermarkt immer Sonnabend. Das ist hier am Vorplatz vom Fußballstadion. Karl Heine,
in der Umgebung des damaligen Dorfes Plattwitz riesige Flächen aufgekauft, um sie zur planmäßigen Abricken. Trotzdem ist Plattwitz also im Krieg wirklich glimpflich davon gekommen. So, wir fahren hinein. Linke Seite, das rechts und links sehen, Gründerzeitvillen um 1900 erbaut. Ein Stück weit. Jetzt kommen die Mietshäuser, die Wohnhäuser, die man für die Arbeiter erbaut hat. Wie gesagt, die meisten um 1900. Und wir überqueren den Karl-Heine-Kanal, Denkmal der Gründerzeit Europas. Also man hat in diese Maschinenseele Lofts eingebaut. Dann sind dort Behörden angesiedelt. Also die ehemaligen Buntkramwerke, das größte Industriedenkmal der Gründerzeit Europas. Wir werden dann auf eine Brücke kommen. Gefiltert, hineingeleitet. Aber Sie merken das jetzt, da hat sich viel getan, die Luft ist sauber, die allermeisten Häuser sind saniert und auch die Weiße Elster ist so weit regeneriert, dass da wieder. Dann geht es hier weiter vorbei an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und wenn Sie des ehemaligen Reichsgerichtes. Das Reichsgericht ist vergleichbar dem Bundesverfassungsgericht, der oberste Gerichtshof des Deutschen Kaiserreichs. Gericht ansässig, also nach wie vor einer der größten oder wichtigsten Gerichtshöfe Deutschlands. Das Gebäude ist übrigens nach dem Berliner Reichstag das größte Gebäude Deutschlands aus der Kaiserzeit. Teilweise waren übrigens dieselben Uralen Kerzer. Der Tod ist gewiss, nur die Stunde ist ungewiss. Griechischer Götter. Hier auf der Kali auf der nächste Haltepunkt, nämlich der Südplatz. Heißt dort im Tischer rum als Werbung für den VEB. Feinkost, VEB bedeutet Volkseigener Betrieb, eine Konservenfabrik. Abends, wenn die Neonröhren leuchten, gehen die abwechselnd an und aus, sodass es wirklich so aussieht, als ob die Familie die Suppe löffelt. Ja. Man ist also durchaus der Verdauung treu geblieben. Hochhaus, dem Verwaltungsgebäude des Mitteldeutschen Rundfunks. Aus dem Obergeschoss wird heute hier die. Ja, anscheinend ein Unfall, der Bus ist hier unterwickelt. Für die, die mitbauen mussten. Ohne Kran und so. Ja, nee, da wohne ich an dem Dorf. Das stimmt. Schluss mit Bus. Zum Chef. Hey, gucke, hier sind wir richtig. Na dann, Leningrad. Und ich werde ein bisschen was erklären, was rechts und links interessant sein könnte. Und da fange ich auch schon gleich rechts mit dem Gebäude an, aus dem Jahre 1860. Hier hat die Firma May und Eklig Papierkram hergestellt. Chemiset. Und das Geschäft lief sehr gut, also haben sie auch das zweite Produktionsgebäude gebaut, wo der Namenszug dran ist. Teil davon haben wir dann verkauft an Walbusch, die das weitermachen. Hier wird also nichts mehr produziert. Man kann aber Mai und Edel auch eine Stunde hier sich paddeln lassen. Oh, Bayern.
heißt also die Spinnerei, eine Weberei, Färberei, Schneiderei, verschiedene Firmen. Wenn du die Autos da siehst, ja, sind das irgendwie Vertriebs. Sie kennen vielleicht die MDR-Talksendung Riverboat. Ja. Riverboat wurde erst in Dresden produziert auf zwei Schiffen. 2000 sind die umgezogen nach Leipzig in ein eigens dafür gebautes Gebäude. Aufs Gelände vom MDR, alter Schlachthof im Leipziger Süden. Sind hier Leipziger an Bord? Einer? Ja, fahren wir dann noch zu Karl Heine, der hier der Namensgeber des Kanals ist. Er ist vor über 200 Jahren geboren und fing dann an, im Alter von 34 aus dem Dorf Plagwitz ein Industriegebiet zu machen. Also peu à peu Industrie angesiedelt. Es war genügend Platz da, es war der richtige Zeitpunkt, damit auch der Bedarf da. Und so hat er die Industrie angesiedelt. Riverboat. 2007 ist er der MDR ausgezogen und dann hat die Firma Porsche übernommen. Und die Firma Porsche, die wollte was Gutes tun für Kinder aus armen Verhältnissen und die Arche reinbringen. Und das Projekt ist aber nicht zustande gekommen. Es blieb lange Zeit leer stehen, bis dann der Künstler das gekauft hat und der vermarktet es entsprechend. Das heißt also, wie Sie sehen, ist da was mit Musikschule, Tanzschule. Aber ich habe auch ein cooles gefunden. Bei Grünstrand. Links gebaut, der behindertengerecht ist. Die Brücke, was der Karl-Heine-Bogen ist. Rechts oben, das ist nein. 20 cm über dem Boden, ja. Das macht er doch extra mal runterfallen. Sven. Manchmal sind auch zwei gespannt. Hallo. Dem Verwaltungstrakt ein Hotel gebaut, ein sogenanntes Inklusionshotel. Das heißt, Schwerbehinderte arbeiten da drinnen und ist alles schwerbehindertengerecht eingerichtet. Und dazu ist dieser Fahrstuhl draußen dran. Und in den 20er Jahren war es Bodenverarbeitungsgeräte, die haben also auch Flug hergestellt, ja, und sowas. Die haben hier oben Versuchsfeld gehabt. Auf der anderen Straßenseite war Produktion und die haben die Maschine ausprobiert. Das ist schon wieder vermehrt. Sechs Berufsfeuerwache, das ist im Moment die Feuerwache, die zuständig ist für Höhenrettung und chemische Unfälle. Damit ist Hetta, ist der Neubau und daneben das ist der Altbau, da wo die Finger sind, die gelben Finger, grün. Das ist also der Amtsleiter und sein Nachfolger, ältester Sohn, der Albert. Deswegen heißt es dann auch König Albert. Also, ja, auf der linken Seite ein kleines Hafenbecken. Hier ist eigentlich nur das Besondere, wer eben hier ein Grundstück hat, der kann über eine Kaimauer in ein Boot steigen. Rechts lassen da wunderbar, immer freundliche Leute. Jetzt um Dienstag ist Mittag, da sehen wir keinen, sonst hätte ich gewunken und immer. Und wer die Binder ist hier, und hier sage ich spannungshalber, im Winter werden die beiden Hälften zusammengeschoben wegen der Wärmedämmung. Genau. Ja, nur im Sommer wegen des Luftzug, wegen der Kühlung ist das so jetzt auseinander. Das ist ein Traum. Ich bin nicht klar, aber ihr sollt, warum sind die hier schief? Warum ist da oben abgeschrägt? Es gibt Ihnen auch genügend Bedenkzeit, 3,42 Sekunden. Damit es hält. Nein, was? Damit es hält. Die größte mir bekannte Einraumwohnung. Das heißt 300 Quadratmeter, Einraumwohnung über der Elster. Aber eben sehr schmal. Heimat.
Heimathafen. Das ist logisch eine kleine, schöne, schnupplige Gaststätte, wo man der Sonne setzen kann oder im Schatten essen soll und durchschmecken. Alles ein bisschen maritim aufgebaut. Genau. Schon denken wir wieder an die deine Begegnung mit dem Wildschwein. Ja. Weil so große Schiffe dann doch nicht hier lang gefahren werden. Ja. Weil es mal so große Schiffe kommt, dass sie eben hier passieren können. Das ist heute neu, das ist eine ganze Kanäle. Nach der Folge, weil hier so toll ist, haben die von fast so vibrieren dann ein Musikvideo gedreht. Die da. Ja, die da. So, wir wollen nochmal zur Brücke hier, die Flachwitzer Brücke. War da auch betroffen. Und da floss das Wasser gerade. Viel abgehalten. Das wäre wirklich Schäden in der Stadt gewesen, wenn das Wehr hier nicht so viel abgehört. Und das ganze Becken da unten. Also zieht sich auch dieses Wein nach hinten. Da ist auch noch ein Waldgebiet, was dann geflutet wurde. Und ja, da muss ich noch mehr drängeln. So, jetzt nochmal, wenn wir wieder weiter ist, dann der Stadthafen. Ah, genau. Wie lange ist das hier? Ja, ganz schön lang geht. Ja, in Wiesbaden. Ja, 60 Jahre. Mit 60 zur Wende ist er mal dann weg vom Fenster, hat also das abgegeben, das Künstlerische. Meine Ginkgo-Bäume haben Früchte. Wenn die runterfallen, das stinkt. Das will man, so einen fauligen Geruch will man einfach nicht haben. Wenn sowas im Vorgarten ist, wo ist die Axt, wo ist die Säge, dann muss auch noch machen. Ich habe mich einmal leicht von einer schönen Seite gesehen, jedenfalls man nicht so kennt. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei, was ich erzählt habe. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle noch einen schönen Tag, schönen Aufenthalt in Leipzig und gegebenenfalls gute Heimreise. Dankeschön. Danke. Danke. So, das war die Kahnfahrt. Das war klasse, aber nun ab in die Heimat.